Waren Sie schon mal im Vatikan? Nein, noch nie ist das erste Mal. Wissen Sie, was eine kanonische Untersuchung ist? Es ist eine sogenannte Enquete-Kommission, einberufen durch die religiösen Autoritäten, um ein bestimmtes Ereignis zu untersuchen. Wie zum Beispiel eine Erscheinung. Was meinen Sie mit Erscheinung? Eine Erscheinung der Jungfrau Maria. Sagen wir, die Kirche zieht es immer vor, ein echtes Phänomen zu übersehen, als einen Betrug aufzudecken. Die junge Seherin heißt Anna. Seit ihren Visionen wird sie sehr stark protegiert. Wir haben nichts zu verbergen. Sie ist eine Auserwählte, basta. Es gab keinerlei Ungereimtheiten, nichts in der Art. Sie ist mir ausgerissen, hat nichts angestellt. Eine Einzelgängerin. Sie hat ihr Leben zwischen Heim- und Pflegefamilien verbracht. Das hinterlässt Spuren. Die Diözese hat soeben offiziell die Untersuchung der Reliquie angeordnet. Sehen Sie all unsere Geschenke für die Gemeinden, die uns unterstützen. Ein armes Mädchen, das überfordert war mit der Schule, dem Leben, den anderen, ja? Ich glaube, diese Kommission ist Gift. Eine Bewährungsprobe. Ich muss wissen, ob ich der Kleinen glauben kann oder nicht. Glaube ist eine freie und erklärte Wahl. Wie weit willst du noch gehen? Ich halte sie für gefährlich. Und ich halte sie für leer. Ich will Fakten, Beweise. In Ihnen ist zu viel Wut, um zu verstehen, was ich sah.